Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie man mit dem SQL-Befehl having probierte Werte filtern kann. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Having ist eine Bedingung, die auf aggregierte Werte angewendet werden kann. Die Where-Bedingung kann zum Beispiel auf gruppierte Werte mit Group By nicht angewendet werden. Dafür muss man den SQL-Befehl having verwenden. Mit diesem SQL-Befehl having kann die Ergebnismenge auf Basis der Aggregatfunktionen, zum Beispiel Average, Count, Max, Min, Sum, eingeschränkt und ausgegeben werden. Sehen wir uns dazu einfach ein Beispiel an. Und zwar habe ich hier die Kundentabelle und die Sekundentabelle besitzt nun eine Spalte für das Einkommen und eine Spalte für die Ausbildung. Nun möchte ich für jede Ausbildung das Durchschnittsgehalt ermitteln für diese Tabelle. Ich gehe folgendermaßen vor. Zunächst gebe ich die einzelnen Spalten heraus und führe nun ein Group By. Anschließend möchte ich diese Gruppierung auf Basis der Ausbildung, in unserem Fall English Education. Somit werden alle Datensätze für jede Ausprägung gruppiert. In den Select-Part gebe ich nun die Ausbildung und nun den Durchschnitt des Einkommens, Yearly Income. Wenn ich das nun ausführe, erhalte ich für jede Ausbildung, wie hier zu sehen, das Durchschnittsgehalt. Und angenommen, in diesem Fall sind es nur 5 Datensätze, es könnten aber auch 50.000 sein. Und es kann erforderlich sein, diese 50.000 oder diese Ergebnismenge noch weiter einzuschränken. Und das kann man nun mit dem sogenannten Having-Befehl durchführen. Und zwar gebe ich an Having und anschließend die Aggregatfunktion, sprich Durchschnitt, Summe, Min-Max. Und kann diese dann für unser Beispiel so weit einschränken, dass nur Ergebnisse mit einem Durchschnittsgehalt über 50.000 ausgegeben werden. Wie wir sehen, erhalten wir nun schließlich 3 Datensätze. Ich hoffe, ich konnte euch damit zeigen, wie du mit dem Having-Befehl deine Abfragen noch optimieren und verbessern kannst. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!